Ja, und ich esse jetzt auch nur noch healthy. Also seit 2015 habe ich mir vorgenommen, kein Fastfood mehr zu essen. Und es fällt mir total leicht. Guckt euch mal die Gurken an und meinen Dip, den ich gemacht habe. Das ist so lecker. Also ich glaube, ich kann wirklich nur noch davon leben. Vielleicht noch mal ab und zu einen Salat und so und Gemüse, aber nur gedünstet, nicht gebraten. Oh mein Gott, Fett. Das geht ja gar nicht. Also nein, ich esse nur noch mein Gemüse und meine Gurken mit dem Dip. Das ist so lecker. Ihr müsst es unbedingt mal nachmachen. Ja, und den Lipgloss, den habe ich mir auch noch neu gekauft. Ich kann euch ja mal zeigen. Ach, die Kamera fokussiert ja gar nicht. Ach, ich Dummerchen. Bleibt einfach dabei, so wie ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boy, jetzt endlich. Meine Güte. Scheißgurke. Von irgendwas muss man ja auch satt werden, ne? Aber das müssen die ja nicht wissen. Ja, und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Oh, komm zu Mama. Oh. Ja, da ist ja auch Gurke drauf. Ja, ich finde meine Frisur ja total schön. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Auf Facebook bin ich auch zu finden. Ja, also ich schmink mich ja auch eigentlich immer dezent. Folgt ihr mir eigentlich schon bei Twitter? So, dann wollen wir mal Kommentare lesen. Deine Frisur ist voll hässlich? Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt? Ach, ich liebe euch ja so sehr. Wir sind auch nicht nur Zuschauer und YouTuber. Ihr seid meine Freunde und ich bin eure Freundin. Also kommt gar nichts anderes in die Tüte. Wir zusammen. Yes. Habe ich schon erwähnt, dass ich bei Instagram bin? Na, ich kann in euch ja mal einblenden. Hier, ich gehe extra ein bisschen zur Seite, damit ihr es besser sehen könnt. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Hallo Keulchen, ich wollte dich mal was fragen. Willst du später mal Kinder haben? Alter, was denkt die, wer sie ist? Was geht die das denn an? Twitter, Facebook, Instagram. Ja, und der Lidschatten, den habe ich auch neu. Ich blende euch das auch mal ein, damit ihr es besser sehen könnt. Oh, in der Kamera. In der Kamera sehe ich ja so aus, als wäre ich overblushed. Mal gucken. Nee, also in Wirklichkeit ist alles in Ordnung. In Wirklichkeit bin ich überhaupt nicht overblushed. Das sieht alles super aus. Habt ihr das gesehen? Ja, und ich habe auch ein Buch, da schreibe ich immer meine Ideen rein. Das ist das hier. Da schreibe ich immer rein, was für Videoideen ich habe und mache dann noch so ein paar Ausarbeitungen, damit es auch alles ganz, ganz toll wird. Also, wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, ich bin auch bei sozialen Netzwerken wie Instagram.